Grüne Natur, plätscherndes Wasser. Das Waldgebiet am Wambachsee ist ein kleines Paradies mitten im hektischen Stadtleben. Da erscheinen diese großen Zettel als störendes Element. Doch sie weisen darauf hin, warum an diesem Tag ein Hubschrauber über den Wald hinwegfliegt. Es geht um die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, eine Raupenart, die sich nur von Eichenblättern ernährt und deren Haare beim Menschen allergische Reaktionen verursachen, wie Förster Axel Freude weiß. Deswegen wird flächendeckend ein Schädlingsbekämpfungsmittel versprüht, allerdings mit Bedacht. Also auch dieses Mittel, das handelt sich zwar jetzt um ein biologisches Präparat, unterliegt natürlich strengen Auflagen, dass eigentlich der Einsatz wirklich nur im Ausnahmefall gewählt werden sollte. Aber ich glaube, genauso gehen wir vor, weil wir hier jetzt wirklich gucken, ausgewählte Bereiche, wo wir Kenntnis haben, dass sich sehr viele Menschen und auch längere Zeit leicht bekleidet aufhalten, wo also ein relativ hohes Risiko ist, dass dann auch eben allergische Hautreaktionen hervorgerufen werden könnten. Sorgen muss man sich wegen dem versprühten Mittel jedoch nicht machen. Spaziergänger oder auch Kindergruppen, die den Wald erforschen wollen, können sich weiterhin sorglos zwischen den Bäumen aufhalten. Das Schädlingsbekämpfungsmittel ist rein biologisch und hat nur auf Insekten eine toxische Wirkung. Wenn der Eichenprozessionsspinner die besprühten Blätter frisst, stirbt dieser und kann dann später per Hand eingesammelt werden. Dies verringert nicht nur die Wahrscheinlichkeit allergischer Reaktionen bei den Waldbesuchern, sondern gereicht auch den Eichen zum Vorteil. Die Eichen profitieren ganz klar davon, weil in den Bereichen, wo wir jetzt hier dieses Bacillus thuringiensis ausbringen, da sind alle freifressenden Schmetterlingsraupen, die jetzt im Moment unterwegs sind, sind betroffen oder werden dann davon befallen. Und das hilft den Eichen natürlich schon, weil die dann deutlich weniger Fraßschäden haben, was sie sonst immer aushalten müssen. Dass durch die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners die Population anderer Insektenarten zu sehr minimiert werden könnte, ist allerdings nicht zu befürchten. Es gibt genug Waldflächen, die von dem Hubschrauber nicht besprüht werden. Hier kann sich jedes Insekt ganz normal entwickeln. Und Naturliebhaber müssen sich keine Gedanken mehr um mögliche Pusteln machen. Sie können völlig entspannt die Schönheit des Waldes und des Sees genießen.